Einfach mal. Ja. Herzlich willkommen zum Köchi-Wettbewerb mit Sie. In Ostpreußen, meine Damen und Herren. Ich mache heute ein lecker Festmaus. Es gibt eine Suppe und Kalkutta-Sprossen gegen Apfelsaft. Ich habe ja schon mal was vorbereitet, wie Sie sehen. Das ist die herrliche Suppe mit Terpentinersatz, Apfelsaft und irgendwas anderes. Ja, das sind die Kalkutta-Sprossen, meine Damen und Herren. Sehr lecker, wie Sie hier sehen können. Ja, leicht goldbraun geröstet schon dort unten und angeklebt. Ja, das ist nicht passiert. Zu wenig Apfelsaft, meine Damen und Herren. Viel zu wenig Apfelsaft. Kippen wir noch ein bisschen was drauf. Ja, so sieht das gut aus. So ist das schön. Das ist herrlich. Machen wir durch Apfelsaft an. Ja, das hat natürlich sehr gut gewirkt, meine Damen und Herren. Ich kann gut nachsprossen. Jetzt bestimmt in einer Hand, guten halben Minute durch, wie Sie sehen können. Das ist eine Kalkutta-Sprosse. Die lassen wir jetzt natürlich, glaube ich, noch ein wenig leer. Wenn wir das jetzt in die Suppe reintun, natürlich nur einen sehr kurzen Augenblick, damit Sie den Terpentinersatz, diesen Geschmack, diesen einzigartigen, salzigen, sauren Geschmack bekommen. Jetzt nehmen wir die Kalkutta-Blüte, die tun wir jetzt komplett in die Suppe. Lassen Sie dort so ca. 2-3 Minuten drin, köcheln. Dann hat sie eine sehr schöne Färbung und einen wunderbaren Geschmack. Ja, sehr toll. So, jetzt kommen wir natürlich hier noch zu unserem nächsten Lauf von einem Edelbahn. Sehr schön. Sie müssen natürlich erst unten alle entfernen. Kann man sich sparen, indem man das einfach abruft und dann auch in die Suppe tut. Gott. Ja. Sie können natürlich auch ein längeres Teil nehmen, wenn Sie Angst vor Ihrem Herd haben, vor Hitze. Was bei mir natürlich nicht der Fall ist. Nehmen Sie so ein langes Stückchen und tun so in die Suppe. Dann können Sie es nachher auch ganz einfach wieder rausholen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Ja, sehr toll. Nehmen Sie natürlich zwei. Für Ihren lieben Gatten noch. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob die Kalkutta-Sprossen schon durch sind. Sehen die lecker aus. Richtig zum Anbeißen. Natürlich. Lassen wir ihn noch ein wenig liegen, damit sie warm bleiben. Weil die Suppe ist leider noch nicht ganz fertig. Ich gucke mal kurz. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh, der Eselsbaum muss jetzt auch nur noch in die Pfanne ein wenig Goldbraun anrüsten. Dann haben wir schon fast das Essen fertig. Jetzt versuchen die ganz kurz, die Kalkutta-Blüte. Sieht sehr schön aus. Ist die lecker. Schön schwarz, goldbraun geröstet. Meine Damen und Herren, jetzt versuche ich noch die letzte. Jawohl, der Eselsbaum ist natürlich auch schön aus unserer Suppe raus. In unsere Suppe kommt nun ein allerletztes Zutat. Hier haben wir einen sehr schönen Jahrgang von Jamaika rum. Verschnitt. 38% ist das Ziel. Ja, 0,7 Liter. 21 Mark hat er gekostet vor 300 Jahren. Ein sehr schöner Jahrgang. Den kippen wir jetzt natürlich auch über unsere Kalkutta-Sprossen und über den Eselsbaum, damit sie denselben Geschmack wie die Suppe haben. Das wird ja viel zu vielseitig. Das jagen wir natürlich vom Rand. Das passiert, wenn man kommt. Damit muss man rechnen, dass das Rohr total heiß ist. Ja, wir sehen können, dieses Rohr verdammt heiß. Ich habe dort eben angefangen und ich habe nichts gesehen. Jeder andere hätte sich jetzt sofort in die Hosen gefüllt. Aber ich sehe es ja nicht. Ich will einfach ein richtiger Koch. Aus Ostpreußen. So, jetzt werden wir das Ganze noch einmal drehen. Und dann müsste es auch schon fertig sein. Noch einen kleinen Augenblick. So, das können wir jetzt natürlich wieder in die Suppe reintun. Was bleibt ja auch eigentlich drin? Riecht das hier lecker. Wenn Sie das riechen könnten, das riecht ja vergammelten Erdbeeren. Und natürlich ein genießer Kacke. Aber das haben die Kalkutta-Sprossen so angelegt. Das passiert. Dieses Baum ist natürlich sehr, sehr schmackhaft. Ja, der Geschmack ist zu vergleichen. Mit Ruß. Sehr, sehr trocken, staubig. Deswegen haben wir hier noch einen Apfelsaft und rumgetaucht. Damit er nicht mehr so staubig schmeckt. So, jetzt hauen wir natürlich die Pfanne noch ein bisschen, weil wir schon eine Geweile haben, bis die Suppe fertig ist. Haben Sie bestimmt noch sehr, sehr viel Spaß daran, die Pfanne zu hauen. So, jetzt können wir natürlich alles von dem Herd holen, denn ich muss noch ein bisschen mit Check holen und nicht noch. Das kann ich jetzt gerade mitnehmen. So, das ist eine Suppenschüssel, die wir hier sehen können. Ich gleich jetzt einfach mal echt auf den Kotlack heißen Koch her.
Ja, das ist eine Plastikschüssel. Ich setze noch ein Scheiß da drauf, weil ich habe keine Skrupel. Jetzt holen wir alles durch die Pfanne, das kommt alles in die Plastikschüssel, wenn sie alles rausbringt. Diese saubere Pfanne, die sieht schmackhaft aus, sehr, sehr hygienisch. Jetzt müssen Sie versuchen, sehr, sehr vorsichtig die Suppe in die Suppenschüssel zu kippen. Die sieht lecker aus. So, jetzt können wir natürlich auf den Pastan essen anrichten. Ja, ein wenig angebacken, aber das tut ja nichts. So, das ist kein Kultusbrötchen mit Fischsuppe. Wenn das nicht lecker ist, dann verabschiede ich mich dann von dem Kopfwettbewerb aus Ostpreußen.